Hallo und willkommen zum einen neuen Tag von Splinter Cell Chaos Theory Let's Play von Jones, eines der neuen Spiele selbst. Ich muss sagen, in den letzten Tagen hatte ich sehr viel Spaß. Allgemein. Praktikum, Jugend, dies und das. Eigentlich gar nicht mein Stil. Wahrscheinlich auch deswegen. Wir sind in Japan. Wir dürfen wieder Menschen töten. Natürlich mit Bedingungen. Wenn mal Lichter ausgehen würden. Was war das? Ich habe da was gesehen. Ein bisschen näher. Okay, du lässt dich nur verrückt machen. Vergiss es einfach. Charakter überwältigen. Geht das nicht? Hallo? Das war nicht deren Ernst. Hallo? 10 Minuten, okay. Ich würde mir am liebsten sagen, ich melde mich wieder, wenn ich erledigt habe. Seltsam. Davon habe ich nur 3, mal gucken. Seltsam. Wer ist da? Dein schlimmster Albtraum. Warum gehst du nicht aus? Blödes Licht. Du aber. Geht doch. Was ist das? Oh, dein schlimmster Albtraum. Schlimmer, schlimmer Albtraum. So, ich habe ein paar Fragen. Nette Karre. Ach du Scheiße. Glaubst du, der Kofferraum ist groß genug für eine Leiche? Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Wenn du mir nicht sofort sagst, wo Nedig steckt, werde ich es ausprobieren. Er ist, glaube ich, im mittleren Palast. Da findet gerade ein Meeting mit ein paar ranghohen Offizieren statt. Danke. Danke, dass du tot bist. Ich kann jetzt ausblasen. Sam, benutze dein EEV, um die Nummernschilder dieser Landbahn zu scannen. Vielleicht kommen wir so an Informationen über unseren Freund Nidic. Ich werde es versuchen. Da hat jemand die Kerze ausgeblasen.
Genau, du wolltest die Kerze anpusten. Dann bist du aufs Versehen runtergefallen. Mach jemand mal die Musik aus? Nummernschild scannen. Moment, der bosnische Barbier. Danke, aber ich habe schon einen Friseur. Wer ist der Italiener, glaube ich? Ist auf der Ecke, direkt neben dem Donutladen. Die Papiere der Lieferfirma verweisen auf eine Scheinfirma, die von einem gewissen Miloš Novak gegründet wurde. Diesen Herrn Novak kennen wir unter dem Namen Milan Nedic. Novak ist ein Kriegsverbrecher aus den Tagen des Bosnienkrieges. Letztag. Er wird der Barbier von Bosnien genannt, weil er Berichten zufolge einige seiner Kriegsgefangenen skalpiert hat. Der Knabe wird sich wohl nicht so schnell freiwillig dem internationalen Gerichtshof in Den Haag stellen lassen. Nein, wohl kaum. So, das war schon sonst nur Spieltipps mit den Nachrichten. One aus.